Aber ja. Vielleicht hier drin? Ja, da eine Perle schon mal. Aber wir erforschen erst den Rest. Nicht, dass da nachher noch eine Perle gebraucht wird und die hier irgendwo hinter ist. Immer schön alles abchecken. Ups. Ja, wir hätten vielleicht nochmal heilen sollen. Denn so viel bringt der neue Punkt in Fleischmagie dann auch wieder nicht, dass ein Zauberspruch reichen würde. Obwohl unsere Lebenspunkte sich ja nicht großartig erhöht haben, seitdem wir das Spiel angefangen haben. Wir haben einmal einen Trank gefunden, der unsere Lebenspunkte erhöht, aber das waren nicht wirklich viele. Aber diese Magietränke bringen wesentlich mehr als die Lebenspunktetränke. So. Nicht, dass hier noch irgendwo eine Perle auf dem Boden liegt, das wäre ärgerlich. Nee, aber ein Manat. Ich dachte, hier unten wären keine Steine. Na gut. Aber da scheint es auch noch so weiterzugehen. Wo sind wir jetzt hier? Ah, okay. Da wird hier nur eine Truhe sein und da wahrscheinlich auch. Gegengift. Davon haben wir jetzt leider schon zu viele. So viele Mauern gibt es gar nicht mehr. Aber vielleicht gibt es im späteren Spielverlauf auch noch andere Gegner, die vergiften. Ja, noch einer. Wieso tun wir denn her alle schön unsere Taschen ein? So, wo sind die Ninja-Steine? Wahrscheinlich laufen die jetzt eh alle zusammen irgendwo lang. Oh, oder wir warten einfach hier in der Einbuchtung. Das ist doch mal ein Service. Oh, da lag ein. Du kommst mit. Ich erinnere mich gerade an dieses Spiel auf Sat 1. Kennt das noch jemand? Das gab es früher immer, wo man diesen Bällen ausweichen musste. Ziemlich kitschig, aber genau so fühle ich mich gerade. So, also, wir haben jetzt eine Perle bekommen. Das wird dann hoffentlich die letzte Perle gewesen sein, aber sieht so aus, weil da zweigt sich das schon so ab. Also ja, hoffen wir das Beste, laufen wir da fix hin. Und wenn nicht, geht's wieder in die unterirdische Stadt und wir reparieren dann den Tunneleingang. Also den Mineneingang. Warum bist du zurückgelaufen, obwohl du uns gar nicht getroffen hast? Ha, vielleicht merkt er sich, wo er getroffen wurde und pendelt nur noch dazwischen hin und her, anstatt die ganze Strecke zu gehen. Das wäre zwar absolut unlogisch, aber es wäre von der Spielmechanik erklärbar. Spiele müssen ja nicht unbedingt immer Sinn ergeben. So, jetzt laufen wir einmal außen rum. Die ganzen Türen hatten wir schon aufgemacht. Und wo ist die letzte Perle? Da ist die letzte Perle. Also, hoffentlich letzte Perle. Ist aber komisch. Als wir vorhin den Trank getrunken haben, mit dem wir alle Gegner gesehen haben, da hätte ich schwören können, dass hier wesentlich mehr in der Mitte gewesen wären. Aber vielleicht sind hier auch alle im Zentralraum da. So, hier schon mal eine Abzweigung. Das ist gut. Das da ist nicht gut. Ah, du bist schon mal einer von denen, die wir gesehen haben. Wir brauchen nur noch deine 13 Freunde, oder wie das auch mal waren. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier irgendwo noch Kisten sind, wo dann weitere Perlen drin sind. Wenn nicht, wäre es ärgerlich. Ah, nicht mehr viel, dann kriegen wir wieder ein Level up. Müssen wir schauen, ob wir dann gleich kurz hochgehen, um den Punkt zu bekommen oder wir warten. Weil eigentlich haben wir noch ein paar Heiltränke über, ne? Ja, dann können wir auch warten. Ux, noch ein Teleporter. Och nö, nicht ein Teleporter-Rätsel. Je nachdem, wo ich hingehe, bewegen sich die Teleporter anders. Das wäre doof. Huh. Ich will da nicht reingehen. Ich sehe das jetzt schon. Ich laufe in einen von den Teleportern rein. Es ist der falsche. Und ich komme wieder ganz am Anfang raus und muss den ganzen Weg normal gehen. Ah, was willst du machen? Wir haben echt keine Perle mehr. Hier sind zwei Teleporter hintereinander. Hier ist ein einzelner. Kann man daraus irgendwas ableiten? Nö. Gehen wir einfach in den hier. Au. Ja, man kann ableiten, dass es wehtun wird. Still, schnell, wir müssen... Ach. Die hauen echt übel rein, wenn sie denn mal treffen.
Und zwei davon sind tödlich. So, du bist schon mal tot. Aus Erschöpfung bist du schwach und unbeweglich. Ja, deswegen werden wir wahrscheinlich auch so gut getroffen. Aber das kann man jetzt nicht ändern. Eine Perle. Schön, schön. Schon eine Heilung hinterher. Fühlt sich weniger müde, das ist auch gut. Gucken wir noch gleich mal, ob wir noch überladen sind. Nö. Das ist noch ein Teleporter und da hinten blockiert die Truhe den Weg. Also merken wir uns, der Teleporter bringt uns dahin. Der Teleporter bringt uns wieder dahin. Das ist nicht gut. War hier irgendwo so ein Schlüsselloch, wollte ich schon sagen, so ein Perlenloch? Nee, ne? Kann ich dich kaputt machen? Nee. Hoffentlich war das jetzt kein Bug. Ah. Ah, das wird wieder der Spruch sein von dem einen, von der einen Maske, das scheint wohl für alle Teleporter zu gelten. Wenn man zum ersten Mal reingeht, kommt man an eine bestimmte Stelle. Wenn man zum zweiten Mal reingeht, kommt man an eine andere Stelle. Oh, haben wir uns da gerade gedreht? Die Truhe ist hinter uns. Wir gucken nach Westen. Wir haben uns nicht gedreht. Aber wir haben einen neuen Teleporter. Also, der Teleporter geht dahin. Der Teleporter geht zum ersten Mal dahin, zum zweiten Mal dahin. Der Teleporter geht da unten hin. Oh. Mal gucken, wie das so weitergeht. Wenn es komplizierter wird, werde ich mir die Liste anstellen. Was ich allgemein aber auch ganz gerne mag. Also wenn Spiele wirklich das erfordern, dass man sich hinsetzt und ein paar Notizen might. Das kenne ich jetzt mal bei Might and Magic. Ich glaube, das war der 6. oder 7. Teil. Genau, der 7. Teil. Da gab es so eine unterirdische Gruft, wo die Türen in verschiedene Bereiche geführt hatten, je nachdem, welche Hebel man drückt. Und dann habe ich mir halt Skizzen angefertigt. Wenn du in Raum 3 bist und den linken Schalter benutzt, kommst du in Raum so und so raus. Wenn du dann den Schalter in die andere Richtung machst, kommst du in dem und dem Raum raus. Und so eine richtige Skizze. Das ist einfach ein cooles Feeling. So, jetzt habe ich aber zu viel geschnackt und weiß nicht mehr, in welchem Teleporter ich schon drin war. Also, der dahin, der dahin, der das zweite Mal dahin, der dahin. Also müssen wir den Teleporter jetzt benutzen. Und uns vorher heilen. Na, Mana ist ein bisschen knapp. Trinken wir mal ein, zwei von den Tränken. Beziehungsweise kauen wir auf den Kräutern rum. So à la Kautabak, was ziemlich eklig ist. So. Wir sind wieder am Anfang. Na gut. Jetzt gehen wir wieder in den Teleporter rein. Der müsste uns ja eigentlich diesmal woanders rausspucken. Tut er aber nicht. Du bringst uns jetzt links von der Kiste beim... Nee, rechts von der Kiste beim ersten Mal. Links von der Kiste beim zweiten Mal. Ja, und du bringst uns hier unten in die Ecke. Macht es was aus, wenn wir aus einer anderen Richtung in den Teleporter reingehen? Also der hier zum Beispiel. Wenn wir von dem oben reingehen, kamen wir da raus und beim zweiten Mal da raus. Und wenn wir jetzt von unten reingehen, testen wir einfach mal. Kommen wir wieder oben raus. Schade. Na gut, dann wissen wir das aber auch schon mal. Das heißt, wir können jetzt nur in den... Und nur in den, weil die anderen waren wir gerade schon. Jetzt sind wir wieder hier. Was übersehe ich? Also wir gehen in den da rein. Kommen da raus. Können dann also nur in den. Kommen wieder da an. Können dann wieder nur in den. Kommen da raus. Können dann nur in den. Kommen dann da raus. Wenn wir da reingehen, geht das ganze Spiel von vorne los. Also kommen wir am Ende wieder hier raus. Das heißt, wir haben nur die Wahl, dahin zu gehen. Und wenn wir da reingehen, kommen wir hier raus. Na gut, dann fangen wir jetzt mal die ganze komische Kette hier an, indem wir in den Teleporter da unten zuerst reingehen. Gucken, ob das was ändert.
Wenn es nichts ändern sollte, aus welcher Richtung wir diesmal reingehen, dann müssten wir jetzt ja wieder hier rauskommen. Tun wir auch. Und ich habe einfach nur die Perle vergessen. Ah, ja, so einfach kann es sein. Dadurch ist der Teleporter jetzt weg und wir können woanders hin. Wir werden gleich schön begrüßt. Wo sind wir jetzt? Oh, wir sind fast in der Mitte. Bevor wir in die Mitte gehen, sollten wir uns aber erstmal außen umgucken. Denn ich habe irgendwie den Verdacht, dass in der Mitte was Böses ist. Irgendwie eine Krake oder irgendein anderes großes Monster, das zu einer Unterwasserwelt passt. Aber ja, Krake passt am besten, denke ich. Oder ein riesiger Seemann oder Seepferdchen. Haben wir denn genug Heiltränke, falls es was Großes ist? Ja, 3 Heiltränke haben wir über. Dann haben wir noch unsere 5 Reserve. Und die Magietränke. Das reicht auf jeden Fall. Oh, nicht sterben jetzt. Nicht sterben jetzt. Ich will nicht wieder laden. Apropos laden. Speichern wir mal wieder ab. So. Ja, wir sind ja schwach und unbeweglich. So, eine Heilung. Dann gucken wir mal kurz in die Mitte. Und wenn da irgendwas Großes, Bösartiges ist, laufen wir weg und verwenden erst ein paar Heiltränke. Oder pausieren. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist gleich die Folge wieder rum. Oh. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass in der Mitte ein ganz großer Raum ist und nicht so ein ganz kleiner. Oh, ist ein echt kleiner Raum in der Mitte. Und da ist auch kein Gegner drin. Hm, das war jetzt irgendwie nicht so wie gedacht. Ah, und wir sind jetzt hier oben. Ja, Gerugon hatte mal wieder recht. Und da ist das Schiff. Schön, schön. Das ist doch mal ein gutes Ende für eine Folge. Also bis später.